Ja, herzlich willkommen hier mitten aus meinem Wohnzimmer. Ist etwas sehr Schönes passiert, denn ich habe Kommentare gelesen von euch. Haha, nein, die lese ich eigentlich immer. Nicht eigentlich, sondern die lese ich immer. Und fast 200 Likes hat bekommen, mach doch mal, welche Lebensmittel sind gut, wir essen sollten und welche sollten wir nicht essen. Und das machen wir heute einfach mal. Ganz spontan, mal ein ganz kurzes, knappes Video in Sachen Kohlenhydrat. Was sind die besten Kohlenhydrate, die man zu sich führen kann? Viele lernen sich sehr kohlenhydratreich, von daher an sehr wichtig. Gebt dem Video sehr gerne einen Daumen oben links in die Mitte, damit wir auch wissen, was die Community sehen will, beziehungsweise damit ich auch weiß, was ihr sehen wollt. Wenn ihr noch Sachen in Sachen die besten Fette, die besten Proteine oder sowas halt haben wollt, dann weiß ich Bescheid auf jeden Fall. Ja, also die, jetzt hören wir kurz mal hier, die Grundnahrungsmittel ist natürlich ganz klar der Weizen, ja, und der Mais vor allen Dingen ganz, ganz groß, ja, und dann Reis auch noch. Aber wir vergleichen jetzt mal so ein paar Kohlenhydratquellen miteinander, damit ihr mal seht, welche sind überlegen und ja, welche könnte man vielleicht kombinieren oder ja, ne, also Kochnahrung und Rohkost und so weiter. Ich quatsch einfach mal ein bisschen. Also, wir vergleichen jetzt mal. Wheat heißt ja, also ist jetzt nicht hier, ihr wisst schon, also ist tatsächlich Weizen. Schade, ich weiß, aber es ist so und Mais vergleichen wir jetzt. Cornmeal, ja, ist Mais und Wheat ist dann halt der Weizen. So. Und hier sehen wir schon mal eine Abbildung, ja, sehr schön, wurden einige verglichen. Hier steht, was ist, ja, links haben wir den Weizen, rechts haben wir den Mais, ja. So, darauf möchte ich aber gar nicht eingehen. Wir können das Ganze auch kurz abkürzen hier. Und zwar sehen wir hier Weizen, ja, gewinnt mit Mineralien. Hier wurden 7 verglichen, Magnesium, Kupfer, Zink, Phosphor, Natrium, Eisen und Calcium. Und wir sehen, dass der Weizen 7:1 gewinnt gegen den Mais, ja. So, der Mais gewinnt quasi nur in Sachen Eisen, ja, und das auch gar nicht mal signifikant. So, jetzt gucken wir das Ganze nochmal an. Vitamine, ja, und da gewinnt jetzt mit 7:3 der Mais, ja. So. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter nach unten, schauen uns nochmal ganz genau an. Nochmal, hier sehen wir ganz oben die Kalorien, ganz wichtig, es müssen immer die gleichen Kalorien miteinander verglichen werden, ja, das ist ganz, ganz wichtig. Die sind ungefähr identisch, sehen wir hier, ja. So, wir haben hier, beim Weizen haben wir ein bisschen mehr Protein, ja, wenn ihr darauf Wert legt. Dann haben wir ein bisschen mehr Fett, so, Carbs sind ungefähr identisch, ja, ich mache jetzt hier nicht Erbsenzählerei, ja. Wir sehen hier, dass der Weizen ein bisschen weniger Kalorien hat, das heißt, wir müssen hier immer auf der linken Spalte noch ein bisschen mehr draufrechnen, ja? Mal 0,2 vielleicht nochmal obendrauf, ja? Von daher sehen wir hier Eisen ziemlich identisch, wenn wir auf die 3,52 noch diese Differenz der Kalorien draufrechnen, haben die ungefähr auch den gleichen Eisenwert. Ja, Calcium zum Beispiel hat der Mais fast gar nicht, ja? Und hier sehen wir Kalium zum Beispiel hat dann der Weizen wieder sehr viel mehr, ja? Magnesium hat der Weizen mehr. Dann Kupfer hat der Weizen mehr, Zink hat der Weizen mehr, Phosphor hat der Weizen mehr, Natrium ist aber auch nicht so wichtig, gar nicht wichtig, eigentlich hat der Mais mehr. So, jetzt kommt Vitamin A hingegen und Vitamin E aber hat Weizen gar nicht, aber das hat der Mais, ja, weil er seine Farbe hat. Also alles, was so ein bisschen so rötlich wird, das hat meistens auch ein bisschen Vitamin A. Hier steht Vitamin A, das ist nicht ganz korrekt, damit meinen die Beta-Carotin, denn nur tierische Lebensmittel haben ja. Ne? So. Aber wie man so ungefähr sehen kann, die tun sich alle nicht so wirklich viel, ja, in der Hinsicht, wenn man jetzt Mais oder Weizen konsumieren möchte. Ja? Also die sind, je nachdem, das eine hat mehr Mineralien und das andere hat ein bisschen mehr Vitamine. Im Prinzip tun die sich da nicht viel, was ich damit sagen will. Aber Weizen hat immer noch Gluten, ja? Und ich habe auch einige Videos schon darüber gemacht, dass Gluten sicherlich dazu beiträgt, zu Darmunlässigkeit bezüglich Zonulin und dann natürlich auch zur, also nicht nur die Unverträglichkeit haben, ja, sondern durch das Gluten, durch das Klebereiweiß, was natürlich extrem gezüchtet worden ist im Weizen, denn der Weizen, das Weizenkorn ist massiv groß geworden im Vergleich. Und damit natürlich gewollt, denn damit hat man natürlich auch den Glutengehalt extrem hochgezüchtet, weil man daraus Brot backen wollte. Je mehr Gluten, desto besser, da kann man daraus Brot backen. Dieser Klebereiweiß ist eine Schwierigkeit für den Darm immer noch und für den Darmzotten, ja. Ich habe dazu einige Videos gemacht, zu Gluten kann ich gerne nochmal oben verlinken. Von daher an würde ich hier immer zum Mais greifen, ja. Alternativ Mais und
Weizen. Des Weiteren hat es ebenfalls noch, zwar nicht viel, aber Vitamin A-Äquivalent, genau genommen Beta-Carotin und auch ein fettlösliches Vitamin, das Vitamin E, ja, was Weizen nicht hat. Ja, so, das sind sehr, sehr wichtige Vitamine meines Erachtens, ja, Vitamin A und Vitamin E, also ein bisschen Beta-Carotin, die in sehr vielen Lebensmitteln dann nicht enthalten sind, ja. Und deswegen würde ich dann immer den Mais vorziehen, kein Gluten und vor allem die fettlöslichen Vitamine hier noch, ja. So, jetzt möchte ich aber noch was anderes vergleichen mit euch und zwar schauen wir uns das Ganze mal an, wenn wir das mal mit Kartoffeln vergleichen, ja. So, jetzt kann man sagen, erstmal werdet ihr schauen wir das Ganze mal an. Mineralien haben wir hier 4:4, ja. So, Vitamine gewinnt dann wieder der Mais in Sachen Kartoffeln. Aber jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Wenn das so verglichen wird miteinander, dann ist das nicht korrekt. Denn ganz wichtig, jetzt sehen wir hier 77 haben wir nämlich Kalorien und hier haben wir 370, ja. Von daher nehmen wir dann einfach mal hier den Rechner und dann haben wir nämlich 370 geteilt durch 77. Das heißt, um auf die gleiche Kalorienmenge, die ja miteinander verglichen werden muss, zu kommen, müssen wir das Ganze dividieren und da haben wir einen Faktor, ich rechne jetzt mal einfach nur mal 5, ja, wir haben 4,805, ich rechne mal einfach mal 5, das heißt, um auf die gleiche Menge an Mineralien pro Trockenmasse zu kommen, muss man mal 5 multiplizieren, ja, das ist sehr, sehr tückisch hier, man kann die Sachen so nicht miteinander vergleichen, ja, man muss von der Trockenmasse ausgehen, ja, so, weil Kartoffeln auch mehr Wasser einfach haben, ja, so als der Korn, als der Mais, der ja auch getrocknet worden ist, ne? Wenn du den Mais frisch isst, hat er ja auch noch viel, viel, viel mehr Wasser, ne? Ich möchte das mal kurz zeigen hier, das ist ein schönes Video hier vom Buschkraft Natur und Kochen. Hier sehen wir zum Beispiel, wie dieser Mann sich Röstis macht und wir sehen hier, wie viel Wasser, wenn er das jetzt presst, wie viel Wasser da rauskommt. Schaut euch das mal an. Benjamin Klausner heißt er, glaube ich, toller, toller Mensch. Ja, seht ihr hier, wie viel Wasser da drin ist, ja, so. Das ist beim Mais natürlich vorher alles rausgedrückt worden schon, ja. Von daher war das ungleicher Test, ja. So, und jetzt, das heißt, wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal an. So, jetzt sehen wir erstmal, ja, auf den ersten Blick, der Mais ist natürlich viel, viel besser, ja, als die Kartoffel. Wir sehen ja auch 7 Gramm Eiweiß, die Kartoffel aber nur 2 Gramm Eiweiß. So, wenn wir die 2 jetzt aber mal 5 rechnen würden, um auf die gleiche Kalorien zu kommen, dann haben wir auf einmal 10 Gramm Protein hat so eine Kartoffel, ja, auf der gleichen Trockenmasse. Und das ist schon ganz, ganz knackig, würde ich mal sagen, ja. So, jetzt das ganz Tolle bei den Kartoffeln haben wir auch 19,7 Gramm Vitamin C, Milligramm Vitamin C. Also Gramm, das wäre schon stattlich, aber Milligramm Vitamin C und der Mais gar nichts, ja. Wirklich nichts, finito, ja. Das heißt, wichtig, Mais, von Mais alleine kannst du nicht leben, weil Vitamin C absolut essentiell ist, ja. Wir haben verlernt in der Leber aus Glucose, ja, Vitamin C herzustellen, ne? Von daher an, man kann deutlich länger von einer Kartoffel überleben als von Mais. Ja, wenn nach einer gewissen Zeit, also es passiert auch relativ zügig, in ein paar Monaten, ist Feierabend, ja, auf Dauer. Weil dann kommen schon die ersten Mangelerscheinungen einfach, ja. So, das heißt, wir haben hier, wenn wir diese 20 nochmal 5 rechnen würden auf die gleiche Trockenmasse, haben wir fast 100 Milligramm Vitamin C. Laut der DGE haben wir schon fast den Tagesbedarf gedeckt, ja, aber auch nur nach der DGE. Ja, so, und das gleiche auch Kohlenhydrate, kommen wir ungefähr auf die gleiche Menge, wenn wir mal 5 rechnen, ja, so. Hier gucken wir Eisen, ja, hat ein bisschen weniger, aber wohl, nee, warte mal, wir haben hier auch 8 mal 5, nee, auch ungefähr gleiche, da haben wir, vorher denkt man sich so 0,81 Eisen, ne, und dann haben wir hier 4,36 Milligramm Eisen, ja, und dann ist aber eigentlich, wenn man das wieder mal 5 rechnet, haben wir circa wieder den gleichen Wert, ja, so, das sind nämlich, dann sind wir nämlich schon bei 40, bei über 4, ja. Und da haben wir ungefähr den gleichen Wert wieder, ja. Hier auch Calcium natürlich jetzt viel, viel höher, ja. So, ja, Kalium massiv höher, ja, wenn wir das mal 5 rechnen. Da haben wir fast Faktor, weiß ich nicht, 8 oder was mehr. Also Magnesium dann auch deutlich mehr, sehen wir hier. Ja, deutlich mehr Ballaststoffe, deutlich mehr Kupfer, deutlich mehr Zink, ja, wirklich deutlich, ja. So, Stärke, lassen wir mal raus. Phosphor deutlich mehr, ja. Natrium natürlich dann auch. So, Vitamin A hat es dann hingegen aber nicht, ja, beziehungsweise sehr, sehr wenig. Wir reden immer von Beta-Carotin, das nervt mich, dass hier Vitamin A steht. Aber, ja, das hat natürlich die Kartoffel relativ wenig, ja.
Da mussten die ein bisschen was einstecken, ja. Aber auch hier Vitamin E ungefähr gleich, ja. Wenn wir das Ganze. Warte mal, wobei. Nee, warte mal. Circa die Hälfte, ja, Vitamin E. Aber immerhin auch enthalten. Ja, dann von den Proteinen allgemein. Wir sind erstmal noch bei den B-Vitaminen, ja. So. Hier haben wir circa. Ja, hier haben wir ein bisschen mehr dann halt, ne, mal 5, obwohl circa genau gleich. Hier auch. Hier haben wir ein bisschen B6. Also der eine hat ein bisschen mehr B1, B2, aber die anderen haben dann B3, B5, B6 mehr. Würde ich mal sagen, ziemlich ausgeglichen. B12 haben sie beide nicht. Vitamin K hat nur die Kartoffel. Folat ein bisschen weniger, aber zu vernachlässigen hier hat die Kartoffel. Also wir sehen, Proteine hat die dann sowieso auch mehr gehabt, haben wir gesehen. Also auf einmal ist die Kartoffel dann doch das bessere Lebensmittel. Versteht ihr, was ich meine? So, von daher an, Grundnahrungsmittel, der Mais hat sehr, sehr gut abgeschnitten, auch gegenüber dem Weizen, ja, so. Aber gegen die Kartoffel stinkt er dann doch ab, wenn man das auf die Trockenmasse sieht. Von daher an, die Kartoffel hat diesen Ruf, der nicht gerechtfertigt ist, weil man die Trockenmasse nicht nimmt, ne? Weil man immer noch dieses Wasserlebensmittel halt dann sieht, ne? Von daher an, ein bisschen in Verrufung, aber eigentlich absolut die Spitze, ne, die Kartoffel, ja. So, wichtig war vielleicht noch für die, wenn wir das mal vergleichen jetzt mit einer Süßkartoffel. Ich finde die Kartoffel bisher mit am besten, ja. So, vergleichen wir das Ganze mit einer Sweet Potato und Kartoffel. Das ist immer sehr, sehr, sehr spannender Vergleich. Was ist besser, Kartoffel oder Süßkartoffel? Und also bisher finde ich, hat die Kartoffel gut gegen alle anderen abgestunken, sag ich mal. Gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal hier an. Also, wir haben hier 4 zu 3, erstmal auf die Kalorien achten, ja, so, gucken wir uns das Ganze nochmal hier unten an, also die haben ungefähr gleiche, 77 gegen 86 können wir jetzt mal gleich lassen, ja, wir müssen immer minimal noch was auf die Kartoffel oben drauf rechnen, ja, falls mal knapp wird, dann wissen wir schon mal Bescheid, so, gucken wir mal hier, Mineralien 4 zu 3, ziemlich ausgeglichen und dann mit den Vitamine auch 6 zu 4 für die Kartoffel, das heißt, die Kartoffel ist erstmal vorne gegenüber der Süßkartoffel, ja, so. Aber man sieht, die Unterschiede sind ja marginal. Ne? 6 zu 4 und 4 zu 3 ist jetzt nicht so extrem krass. Gucken wir uns das Ganze nochmal hier in dieser großen Tabelle nochmal wieder an. Das heißt, die normale Kartoffel hat ein bisschen mehr Protein. Ja? Das muss man sagen. Das ist so. So, jetzt sehr interessant, dass die normale Kartoffel viel, viel mehr Vitamin C hat als die Süßkartoffel. Ja? Das muss man sagen. Und zwar wirklich deutlich mehr. Ja. Also das ist schon sehr, sehr krass. Wir reden hier von Faktor 8 circa mal mehr. Ja, also das ist wirklich definitiv ein dicker Pluspunkt für die normale Kartoffel. Hier sehen wir Eisen circa identisch. Ja, so Calcium dann ein bisschen mehr die Süßkartoffel. Kalium ein bisschen mehr die normale Kartoffel. Magnesium circa identisch. So Zucker hat etwas mehr die Süßkartoffel. Auf einen Mythos möchte ich direkt hingehen. Also wir haben bei der Süßkartoffel ein bisschen mehr Zucker, aber jetzt schaut euch mal an, wir haben hier Stärke. Wir wissen alle, dass die normale Kartoffel auf der linken Seite, ja, viel Stärke hat und die kann man nicht roh essen. Es gibt immer noch Leute, die behaupten, dass man eine Süßkartoffel ja wohl sehr gut roh essen kann. Jetzt schaut euch mal den Stärkegehalt hier an und der ist nicht sehr viel auseinander. Das heißt, auch die normale Süßkartoffel hat sehr viel Stärke und nein, man kann Stärke so nicht roh essen. Das können wir nicht verdauen. Immer noch nicht. Von daher macht es auch wenig Sinn, sich seine Haferflocken selbst zu mahlen, weil ihr einfach rohe Stärke esst und ihr könnt das nicht verdauen. Es wird einfach nur Gärung stattfinden bei euch im Magen. Dann am besten diese rohen Haferflocken, die man sich selbst geflockt hat, nochmal mit Nüssen und mit Früchten essen, dann ist die Gärung vorprogrammiert und ihr habt mehr Schaden als ihr, also mehr Übersäuerung vor allen Dingen auch, als ihr eigentlich wünscht, ja, von daher ganz wichtig, wenn ihr Haferflocken oder sowas halt kauft, ja, dann sind die immer erhitzt worden, ja, Haferflocken, die ihr kauft, sind nie roh, ja, die sind mindestens auf 90 Grad erhitzt worden halt, ganz wichtig, deshalb könnt ihr sie auch gut essen und gut verdauen, so. Das gleiche gilt, es sei denn, sie sind angekeimt natürlich, ja. So, unsere Müsli zum Beispiel, unser Mahlzeitenersatzprodukt, ist alles gekeimt, das könnt ihr natürlich roh essen, ja, so. Aber das ist ja bei den Sachen, die ihr so kaufen kann, nicht. Hier auch Süßkartoffel kann man nicht roh essen. Sollte man nicht tun. Die hat viel zu viel Stärke. Ja, ganz wichtig. So, jetzt gehen wir weiter mal hier. Was ich aber sagen will. Also, wir haben ungefähr gesehen, dass die normale Kartoffel, ja, meistens gewinnt. Ja, also die ist meistens besser in Sachen, ja. Also, hier B-Vitamine.
Ja, ist ein bisschen die Süßkartoffel eventuell vorne, wobei hier wieder die normale Kartoffel. Also sie tun sich nicht, da tut sich nicht allzu viel. Ja, B1 ist zum Beispiel auch gleich, ja. Da tut sich auch nicht so viel, ja. So, die war aber trotzdem leicht vorne, die normale Kartoffel. Haben wir ja gerade gesehen hier, ne, in den Abbildungen hier 4 zu 3 und 6 zu 4, ja. So, jetzt würde man sagen, ja, die Kartoffel ist besser. Und ich würde sagen, jein. Ich würde sagen eigentlich nein, denn ich finde es so wichtig, ja, dass es wirklich viel, viel mehr Vitamin E hat, fettlösliche Vitamine und vor allen Dingen auch viel, 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 viel mehr Beta-Carotin hat. Und Beta-Carotin ist ein sehr, sehr wichtiges Antioxidant im fettlöslichen Kompartiment, wo viele Menschen Probleme bekommen auf Dauer im fettlöslichen Kompartiment im Alter. Altersflecken oder sowas halt, ja. Diese ganzen Sachen, da haben die Menschen irgendwann Probleme damit, ja, denn wasserlösliches Vitamin C und solche Sachen, das nimmt man meistens viel, viel häufiger und öfter und in größeren Mengen auf, als man wirklich das Vitamin A-Äquivalent, ja, das Beta-Carotin und das Vitamin E aufnimmt, ja. Von daher an hat die Kartoffel zwar ein bisschen in den Nase vorne, aber aufgrund des Vitamin E und Vitamin Beta-Carotin-Gehalts würde ich die Süßkartoffel doch vorziehen, ja. Wenn man nicht so gerne Süßkartoffeln mag, als kleiner Tipp, kann man immer noch Kartoffeln und Süßkartoffeln einfach zusammen mixen. Dann geht der Süßkartoffelgeschmack, weil der so möhrig ja schmeckt, geht quasi unter, ja. Des Weiteren noch die Kartoffel, warum ich ebenfalls so Süßkartoffel greifen würde, auch die ältesten Bewohner so gesehen der Erde aus Japan, bestimmte Dörfer gibt es da. Da ist immer, also sehr, sehr häufig, nicht immer, aber das Grundnahrungsmittel Süßkartoffeln, ja. Die haben auch nichts miteinander zu tun. Das andere ist Windengewächse, die Süßkartoffel, das andere ist Solanacea, das heißt Nachtschattengewächse, wozu auch die Tomate und so weiter führt. Das heißt, warum ich auch der Süßkartoffel einen Punkt geben würde, sie hat ebenfalls, ja, sie ist auf jeden Fall nicht giftig, auch man kann ein bisschen Pech haben manchmal, an manchen grünen Stellen mal zu haben an den Kartoffeln, ja. Aber eher zweitrangig, des Weiteren, sie enthält auch keine Lektine, ja. So, und die normale Kartoffel enthält eben doch Lektine und manche haben doch einen empfindlichen Darm. Ja, da gibt es auch dieses schöne Buch von Gundry, Dr. Gundry, der da über Lektine quasi redet. Kurzer Exkurs vielleicht nochmal, wie man Lektine doch loswerden könnte, wenn man da wirklich darauf reagiert. Einfach Schnellkochtopf, ja, nehmen. Da gibt es zwar bei verschiedenen Schnellkochtopf, sogar bei, weiß nicht, wo man die bekommt, bei Amazon oder sowas bekommt man die bestimmt. Und wenn über 100 Grad zerfallen Lektine. Nur mal als kleiner Tipp nochmal, ja. Also man sieht hier, die Kartoffel ein bisschen vorne, aber hat Lektin und hat nicht so viel fettlösliche Vitamine, ja, die dann wirklich sehr großzügig in der Süßkartoffel drin sind. Von daher würde ich minimal, ja, sagen wir mal so, weiß nicht, 55 zu 45 der Süßkartoffel doch geben. Daher ist meines Erachtens die Süßkartoffel die beste Kohlenhydratquelle, die man kochen kann, ja. Ja, ein weiterer Punkt, der noch für die Kartoffel zu verzeichnen ist, gegenüber anderen Getreiden, die ja zum Beispiel andere Getreide haben auch Stärke. Das Besondere an der Kartoffelstärke ist, wenn diese abkühlt, ja, dann verliert die Kartoffel einen gewissen Prozentsatz von Kalorien, die normalerweise du für die Energiegewinnung nutzen kannst. Und das ist auch gut so. Ja, so circa 10%, 10-15% verliert die Kartoffel nochmals an Kalorien, wenn du sie kochst und wieder abkühlen lässt. Weil aus der Stärke resistente Stärke entsteht. Und die resistente Stärke, das sehen wir einmal hier, das ist in den Kartoffeln, haben wir davon etwas mehr im Gegensatz zu der Süßkartoffel, aber beide haben einen sehr, sehr hohen Anteil quasi von Fiber bzw. Stärke und damit dann auch resistenter Stärke. Ja, je mehr Stärke sie haben, desto mehr resistente Stärke kann da auch prozentual entstehen. Und das Schöne ist, dass diese resistente Stärke wirklich tolle Eigenschaften hat. Denn aus dieser resistenten Stärke können bestimmte Bakterien, die verkaufen wir übrigens auch unter Pura Biotics, sind genau diese Bakterien, ja, die wir da, diese Bakterienstämme, nicht einfach willkürlich irgendwelche Bakterienstämme zusammengemixt, die irgendwie mal gehört haben, dass sie was Gutes tun, sondern wir haben wirklich explizite Bakterienstämme rausgesucht, die genau das tun. Ja, könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen bei uns, das Bioprodukt, die Pura Biotica. Aber naja, wichtig ist hier, dass sie sehr viel positive Eigenschaften auf unsere Gesundheit haben. Ja? Also sie machen sich länger voll natürlich, ja, weil den Darmbakterien auch sehr lange was zu tun haben. Es ist quasi die Nahrung deiner Bakterien, deiner Darmbakterien. Ohne diese Nahrung werden diese Bakterien sterben. Ja, und dadurch, dass deine Bakterien dann was zu essen haben, besiedeln sie deinen Darm und verhindern, also sind Platzhalter und verhindern, dass Pathogene dort sich ansiedeln können. Ja, so,
des Weiteren erhöht es den Blutfluss natürlich damit auch in deinem Darm. Wichtig ist auch, die Mineralienabsorption wird dadurch verbessert, denn das tun auch deine Bakterien. Wenn es denen gut geht, dann helfen sie dir auch dementsprechend. Sie verhindern so gesehen auch die Aufnahme von bestimmten Toxinen, regulieren die Entzündungsparameter nach unten und vor allen Dingen auch das Darmkrebsrisiko. Dazu gibt es ganz viele Studien, ich habe dazu auch sehr viele Videos gemacht. Das ist nochmal ein Thema, warum wirklich die Kartoffel, also ich persönlich immer wählen würde über herkömmlichem Getreide. So, und warum ich hier nochmal auf diese ganze Vitamin-A-Geschichte bzw. diese fettlöslichen Vitamine herumreite, warum die denn so wichtig sind und gerade auch in der pflanzenbasierten Ernährung, aber auch selbst in der omnivoren Ernährung, denn wo nimmt man denn wirkliches Vitamin A auf? Und zwar, da gibt es nicht viel, sondern Eigelb und Leber ungefähr. Das sind so die Lebensmittel, die wirklich Vitamin A enthalten, was sofort vom Körper aufgenommen werden kann. Es gibt sehr viele Menschen, die nur zu einem bestimmten Prozentsatz Vitamin A, das Beta-Carotin quasi konvertieren können zu Vitamin A. Ja, da gibt es bestimmte Schweregrade bei den Menschen. Ja, manche haben ca. fast 50% Einschränkung dahingehend. Und dann ist die vegane Ernährung vielleicht manchmal etwas schwierig, wie sie sie sonst gestalten, denn man müsste viel, viel höher gehen mit dem Beta-Carotin. Ich möchte das noch mal kurz zeigen hier. Wir sehen hier zum Beispiel, dass die Umwandlungsrate von Beta-Carotin aus der Nahrung ca. 13:1 ist. Ja. Man müsste aus einer tierischen Pille, zum Beispiel Leber, 13 Mal so wenig zu sich führen. Ja? Als Veganer dann 13 Mal so viel. Ja? Das heißt, für die Menschen, die defizitär sind, ja, und ca. 50% Einschränkung haben in der Synthese von Vitamin A aus Beta-Carotin, kann das schon bis zu fast 500 Gramm Süßkartoffel am Tag, um den Tagesbedarf damit zu decken, heißen. Und das ist dann doch sehr, sehr viel. Von daher immer mal gerne den Blutwert von Vitamin A auch mal messen lassen beim Arzt, gerade wenn man sich pflanzlich ernährt oder auch nicht gerade nur Leber und also nicht öfter mal Leber und Eigelb isst. Mal messen lassen, ob man wirklich einer ist, der es gut konvertieren kann oder schlecht konvertieren kann. Und von daher an ist es so wichtig, die Vitamin-A-Konzentration in der Ernährung hochzuhalten. Ja, es ist unerlässlich fürs Immunsystem, das wird jetzt in den Rahmen sprengen, wozu Vitamin A wirklich überall gut ist. Wir kennen es fürs Auge und so weiter. Ja, tolle Sache. So, wichtig ist, zu sehen hier, dass das Grünzeug nur eine Rate von 10:1 hat. Das heißt, Grünzeug ist noch besser. Ja? Aber Grünzeug essen Leute ja noch weniger. So, das Interessante ist, dass synthetisches Beta-Carotin besser aufgenommen wird und zwar mehr als doppelt so gut aufgenommen wird bzw. konvertiert werden kann in Vitamin A. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht immer so, dass die natürliche Form besser für einen Menschen ist. Was heißt besser für einen Menschen ist? Natürlich ist das ganze Lebensmittel natürlich toll, ne? Sonst klar. Aber jetzt auf einen Nährstoff spezifisch kann man das nicht über einen Kamm scheren. Zum Beispiel hier synthetisches Beta-Carotin wird tatsächlich besser konvertiert. Ja? So, heißt nicht, dass wir jetzt alles synthetisches Beta-Carotin essen müssen. Ihr ist halt einfach nur, achtet einfach darauf. Das ist ein Appell an euch. Von daher ziehe ich die Lebensmittel immer vor, die Süßkartoffel vor die Kartoffel, weil ich glaube, dass Vitamin A ein ganz, ganz unterschätztes Vitamin bei uns im Körper ist und wie viele Menschen viel Gesundheit auf der Strecke lassen. Deswegen, ja, kurzer Exkurs nochmal von mir. So, ich möchte nochmal kurz nochmal einen Exkurs machen für die Leute, die sagen, ja, ich esse aber auch gerne kalt und auch ein bisschen mehr Rohkost, sag ich mal, ja. Dann möchte ich mal noch darauf eingehen, wie zum Beispiel den Buchweizen hier. Ich habe darüber ebenfalls ein Video gemacht, das sehen wir hier, das ist schon über 3 Jahre her, das ist ja Wahnsinn, 3,5 Jahre. Mein Gott, so lange hänge ich hier schon ab. Naja, vielleicht ist einer dabei, der seitdem da immer dabei ist. So, ich möchte darauf hinweisen, dass zum Beispiel beim Keimen des Buchweizen, ja, wir haben zum Beispiel vorher bei den Phenolen, das sind sekundäre Pflanzenstoffe, ja, wir haben einen Wert von 3,03, ja, Milligramm gehabt und dann später haben wir Werte von 8,42 nach 72 Stunden nur Keimen. Das ist übrigens auch die Zeit, wie wir unsere Keimsaaten keimen, ja, die wir verkaufen bei unseren Müslis und solche Sachen. Ja, das heißt, wir haben hier fast eine Verdreifachung von sekundären Pflanzenstoffen. Auch Flavonoiden, ja, haben wir auch fast Verdreifachung, ja. So, und das mit den Tanninen, ja, ebenfalls, ne, also fast Verdreifachung. Also, ne, und Phytinsäure geht runter halt, ja. So, im Keimprozess möchte ich darauf hinweisen, steigen definitiv nicht die Minerale, ganz wichtig, Minerale sind da, das sind Elemente, die kann man nicht erschaffen und die kann man auch nicht zerstören, ja. Die sind da und die werden nicht mehr einfach durchs Keimen, das geht ja nicht, ne? Denn dafür braucht man ein Metall aus der Erde. Aber Vitamine können sich verändern, ja, es können neue Strukturen gebildet werden und sekundäre Pflanzenstoffe, dass diese steigen beim Keimprozess, tun sie das auf jeden Fall, ja. Von daher an,
würde ich einfach mal sagen, ist das Keimen immer noch das Allerbeste. Und wenn man an der Kartoffel vorbeiziehen möchte, dann schafft man das, indem man seine Saaten, die man normalerweise so konsumiert, ja, wie zum Beispiel Weizen oder sonst was, ja, keimt. Ja. Dann schafft man es noch, vorbeizuziehen. Denn dann entstehen so viele neue Stoffe, ja, die normalerweise und des Weiteren auch, sehen wir hier, es entsteht auch Protein. Ja. Wir sehen, das Protein steigt ebenfalls. Hier sehen wir 1,44 und später 1,55 beim Buchweizen zum Beispiel. Ja. Das heißt, auch die Proteine steigen. Ja. So, und von daher an, wenn man daran noch vorbeiziehen möchte, das Keimen, und danach kann man die auch immer noch kochen, wenn man das Warmes essen möchte. Ne? Das ist halt immer noch auch machbar, ja. So, ich schaue nochmal eben kurz hier abschließend. So, machen wir mal Weizen und Buchweizen. Auch ein interessanter Vergleich, wenn man das Ganze mal ungekeimt nimmt. Gekeimt haben wir leider nicht den Vergleich, aber ich kann euch sagen, da geht einiges, ja. So, wir sehen zum Beispiel hier schon in den Mineralien, ja, ist schon 4:4. Das heißt, Buchweizen auch eine sehr tolle Alternative. So, dann sehen wir schon in den Vitaminen ebenfalls 3:3, ja. Das heißt, also der ist noch nicht mal gekeimt. Und der ist noch nicht mal gekeimt, ja. So, und ja, wenn wir das Ganze wahrscheinlich dann hier uns angucken, dann wird das eigentlich ziemlich identisch sein, ja. So, Vitamin C haben beide nicht. So, und Vitamin A und Vitamin E haben auch beide nicht. Von daher, sie sind komplett gleich anzusehen. Warum soll man jetzt Weizen essen, wenn man auch Buchweizen essen kann? Denn Buchweizen hat kein Gluten und ist lange nicht so hochgezüchtet worden wie der Weizen. Von daher an, wenn du Weizen konsumierst, greif immer auf Buchweizen lieber zurück. Es gibt mittlerweile, auch wenn du auf Brot stehst, gibt es immer noch Lebensmittel, die glutenfrei sind, ja, auch im Supermärkten. Ich habe letztens mal bei Edeka oder sonst wo gesehen, da gibt es auch Brötchen, die haben auch sowas, Reis und Buchweizen, diese Mischungen, dass man das, dieses Gluten auch nicht mehr zu sich nehmen muss. Ne? Von daher an, man büßt da nichts ein. So, und wenn man diesen Buchweizen jetzt noch hier, der ja sowieso schon sehr, sehr gut abgeschnitten hat, ja, so, noch ankeimt, ja, so, dann übersteigt, wir wissen ja gerade, der Weizen war ja ungefähr so wie die Kartoffel, sagen wir mal, so gut, hat ein bisschen was weniger gehabt, zum Beispiel kein Vitamin C, ja, und solche Sachen halt, ja, aber wenn man dann den Vergleich halt sieht, ne, gegen die Kartoffel, gekeimter Buchweizen, ich glaube, dann ist der nochmal ein bisschen vorne, ja, von daher an, ich denke, nichts geht über gekeimte Saaten, ja, ob dann roh oder halt nicht, also, wir können jetzt ein neues Thema aufmachen, Biophoton, ja, leichte Verdaulichkeit und solche Sachen halt bei Rohkost vor allen Dingen auch. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen, ja, aber kurze Reihenfolge für euch, ganz lockeres Video. Gekeimte Saaten, definitiv Buchweizen ganz weit vorne meines Erachtens. Buchweizen sehr gleichzusetzen mit Quinoa, gekeimte Form, roh oder halt gekocht, ja, sicherlich die besten Alternativen. Danach kommen sicherlich Kartoffeln und beziehungsweise Süßkartoffel und Kartoffel kommen dann, ja, oder der Mix aus beiden, ja. So, und danach kommen dann halt erst sowas wie Weizen, Reis, Mais und solche Sachen halt, ja. Das ist so eine grobe Reihenfolge, wie ich sie wählen würde und wie ich sie als am sinnvollsten ansehe, ja. Das war es auch mit dem Video. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was Input haben, so eine Klötze. Wenn du mal vorm Regal stehst und überlegst, was nimmst du mit, ja, dann reden wir von reinen Kohlenhydratquellen. Ja, es gibt natürlich noch Linsen und solche Sachen halt, die ich jetzt aber hier nicht dazu zählen möchte, weil es nicht ganz fair ist, weil es hier nicht direkt um Kohlenhydrate geht. Das machen wir vielleicht in der Proteingruppe nochmal mit den Hülsenfrüchten, wenn ihr das sehen wollt, ja. Ja, Dankeschön fürs Zusehen. Ich würde mich sehr freuen, mich unterstützen auf purazell.de. Damit könnt ihr das tun. Davon lebe ich und davon ja, mache ich diese Videos für euch auch gerne und nehme diese Zeit. Ja, nur so kann ich das machen. Dankeschön. Bis gleich auf purazell.de. Den Daumen nicht vergessen und das Abo nicht vergessen. Nochmal schnell auf die Glocke drücken. Bis zum nächsten Mal. Wir sagen ciao.